Hallo, die Erde, grüß euch Burschen und Mädels. Super, dass ihr wieder dabei seid. Lang hat es gedauert, dass ich mal mit dem Slash die Trails bei mir unsicher machen kann. Danke, Frühling, endlich ist er da. Das macht richtig Bock. Ich nehme euch bei meiner Feierabendrunde mit und erkläre euch, worauf ich gar nicht klarkomme bei dem Fahrrad. Also, bleibt dran, ab geht's. Disclaimer, ich werde übrigens von Track & Fox gesponsert, kann aber auch offen und ehrlich mit euch über die ganzen Produkte reden, da ich meine Brötchen sowieso woanders verdiene. Das ist auf jeden Fall eine geniale Zeit, um Fahrrad zu fahren. Bei dir ist klar? Ja, passt. Wir sehen uns immer bloß, wenn die Reifen fliegen. Echt? Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Glaubst mir dann zusammen. In der letzten Zeit, wo ich mit dem Slash gefahren bin, habe ich endlich mal eine Fahrwerkseinstellung gefunden. Aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt geht es erstmal runter. Ich fahre ja gern schnell und einmal ruppige Trails. Im Gegensatz zum Fuel EX, was da ein bisschen verspielter ist, wo immer ein bisschen mehr meine Brüder kann, liegt das Slash auf jeden Fall schon sehr, sehr satt auf die Trails und vermittelt viel Sicherheit. Nichtsdestotrotz sieht man hoffentlich, dass ich trotzdem sehr, sehr viel arbeiten muss am Fahrrad, weil es doch sehr wurzlig und schnell ist, aber es macht im Grunde genommen keinen unsicheren Eindruck für mich. Man hält sich fest, zielt einfach auf die ganzen Wurzeln und pflügt einfach durch die ganze Sache durch. Oh, das schäme ich. Ich hab voll Druck drin, vorne und hinten. Zu viel reingepumpt. Ich bin allein. Es ist halt aber auch dementsprechend brutal schnell. Meine Strafezeiten von den fast jetzt 10 Jahre auf den Trails, die sagen mir das aber auch. Das heißt, es ist dann wirklich auch messbar schneller, das Rad. Jawohl. Läuft. Sauber. Das ist abartig, wie das Ding wird. Der Trail ist auch beieinander, hey, leck! Der ist schon schnell. Wow. Zum Bergauffahren. Ich hatte letztes Jahr viele Bikes auf den Trails bewegt, das heißt, es ist so ein bisschen eine Benchmark-Strecke für mich mittlerweile. Das Top Fuel, Fuel EX, Slash und natürlich auch das Rail. Ganz klar, beim Klettern ist auf jeden Fall das Top Fuel immer noch am besten, das hat die Nase ganz weit vorn. Das Slash wird wahrscheinlich nie ein Marathonrennen gewinnen, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich komme gut voran und das ist mir dabei auf jeden Fall sehr wichtig. Ihr seid aber wahrscheinlich nicht hier, um irgendwelche Bestzeiten zu knacken beim Bergauffahren, sondern eher zum Wissen, ob das Bike vielleicht eins für alles sein kann oder ob das ein gutes Add-on ist zu irgendwelchen anderen Rädern, die ihr vielleicht schon habt. Zuvor bin ich jetzt eigentlich das Fahrwerk immer ein bisschen weicher gefahren und es war auch ein bisschen langsamer, so rein von der Standardeinstellung her. Ich habe jetzt aber zuletzt Luft aufgepumpt, Dämpfer 200 PSI und gab es ungefähr 95, das ist auf jeden Fall mehr als für mein Gewicht angegeben, mit jetzt aktuell 77 Kilo. Hab dann das Fahrwerk, die Ausfedergeschwindigkeit, Highspeed Rebound nochmal ziemlich schnell gemacht. Und sehe jetzt aber auch bei den Trails, das kommt dem Fahrrad und auch mir zugute. Das heißt, ich kann über sowas zum Beispiel extrem gut drüber pflügen. Das Fahrwerk sackt mir durch den Druck, der ja in den ganzen Federelementen drin ist, gar nicht ein. Und ich habe aber auch noch ausreichend Support. Man beschleunigt eigentlich dann fast nur auf diesen Wurzeln. Aber man muss sich auf jeden Fall mehr festhalten am Lenker, wie vor allem jetzt da am letzten Part. Jo. Prost. Wird dir halt nichts geschenkt. Gerade bei solchen total steilen und steinigen, wurzeligen Teilen kann man halt mit dem Teil richtig runterpflügen. Ich habe keine Teileinsatz drin und fahre jetzt hinten 2 Bar aktuell und vorne eher so 1,8.
Pre-Hop übrigens, boah, fast bis ins Flat gesendet. Das war ein bisschen scary. Na denn? Ich glaube, ich habe die Wurzel mitgenommen. Leck mich am Arsch. Puh. Voll Commitment und Rappeln. Jupp. Läuft. Jetzt hätte mich was gehabt. Aber jetzt böse. Maschine! So, jetzt fahren wir das nochmal. Ich fahre den anderen Kollegen hinterher. So, also ein bisschen Nachteil übrigens bei dem Rad ist, dass in der Beschreibung drin steht, 2,5er geht maximal hinten rein. Ich würde gerne immer den SE5 2,6 fahren. Habe ich noch nicht probiert, aber ich muss mal eigentlich testen, ob der reinpasst. Was mich übrigens völlig fertig macht bei dem Fahrrad ist, wie man es hier sieht, auf Wurzeln wird man einfach nicht langsamer. Das Problem ist, man verliert irgendwie so ein bisschen das Gefühl für Geschwindigkeit und teilweise ist mir schon Angst und Bange geworden, als ich dann da richtig in diese ganzen Wurzeln reingepflügt habe. Ist auch manchmal schon mal ein bisschen bremslich geworden für mich, weil ich es einfach nicht mehr gecheckt habe, dass ich irgendwie doch so schnell bin. Also es verleitet halt irgendwie ein bisschen über seine Verhältnisse zu fahren. Aber ansonsten hast du auf jeden Fall einen geschmeidigen Speed drauf gehabt. Tipptopp. Ja, noch nicht ganz so viel. Aber danke. Bei den Aufnahmen habe ich jetzt auf jeden Fall das Fahrwerk schon viel, viel härter gemacht und viel straffer wie zuvor. Vorher bin ich relativ weich gefahren, habe aber eigentlich auch keine Probleme mit Durchschlag gehabt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich wollte unbedingt ein bisschen mehr Gegendruck vom Fahrwerk kommen und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Berghoch war ich übrigens das Fahrrad dann aktuell auch mit dem Sattel relativ weit nach vorne geschoben. Das ist aber in der Hinsicht genau dann die optimale Sitzposition, für mich zumindest. Ich komme damit gut den Berg hoch und der Vorteil beim Bergabfahren, der Sattel ist aus dem Weg. Über die ganzen Details an meinem Fahrrad könnte ich eigentlich stundenlang reden, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Ich packe euch noch die Fahrwerkseinstellungen mit in die Beschreibung vom Video und sage dann einfach vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt drauf, dass mehr von dieser Sorte erfahrt. Schreibt auch mal rein, was ihr vielleicht sonst noch so gern sehen wollt auf dem Kanal und ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Saisonstart. Also habe die Ehre, Servus! What the f-